Moin Leute, ich bin Freddy von Freddy's Kitchen und heute mache ich einen Hackbraten mit Mozzarella und Paprikafüllung. Und wenn dich interessiert, wie ich das mache, dann bleib kurz dran. Als Zutaten benötigen wir 250 Gramm Hackfleisch, etwa 100 Gramm Bacon, das entspricht etwa einer Packung, die man üblicherweise so kaufen kann. Dann habe ich hier ein halbes eingeweichtes Brötchen, eine halbe Zwiebel, ein rohes Ei, ein paar Haferflocken, die wir vielleicht brauchen, wenn die Mischung nachher zu flüssig ist, ein paar Oliven, eine Knoblauchzehe, Mozzarella, ein halber Paprika und getrocknete Tomaten. Zunächst eine Zwiebel abziehen und in kleine Würfel schneiden. Das gleiche mit dem Knoblauch machen. Das kann auch zu den Zwiebeln dazu, das kommt sowieso gleich alles in unsere Mischung hinein. Auch die Oliven fein hacken. Getrocknete Tomaten ebenfalls fein hacken. Diese ganze Mischung jetzt zusammen mit dem Hackfleisch gut vermischen. Ei dazu. Und unser altes eingeweichtes Brötchen eben ausdrücken, damit wir da möglichst wenig Flüssigkeit drin haben. Und alles gut durchmischen. Salzen, pfeffern. So, wenn diese Mischung jetzt etwas zu flüssig ist, so wie bei mir, tue ich noch ungefähr einen Esslöffel Haferflocken dazu, ordentlich reinmischen. Sie saugen die Flüssigkeit ein bisschen weg, sodass ich am Ende so einen ziemlich gut formbaren Klumpen hier habe. So, passt schon. Ungefähr. Junge, kurz wegstellen. In der Zwischenzeit den Mozzarella würfeln, in kleine Würfelchen schneiden. Paprika ebenso, kleine Würfel schneiden. So, das Ganze wird jetzt in einer Auflaufform aufgebaut. Ich habe hierzu Backpapier ausgelegt. Und als Unterlage für den Hackbraten schon mal zwei Baconscheiben hingelegt. Und jetzt hole ich mir da mal so ein gutes Stück, guten Klumpen raus und bastel mir hier erstmal so eine Unterlage. So, alles so ein bisschen mit Loch, damit unsere Füllung hier auch nicht verloren geht. Hier können wir dann schon mal, ja, bisschen Paprika, bisschen Mozzarella, immer so abwechselnd. Oder ihr mischt es vorher geschickterweise gleich in einem Topf zusammen, kommt sowieso alles hinterher. Habe ich jetzt gerade nicht gemacht. So, und jetzt die obere Schicht drauf basteln. Und quasi unsere Füllung damit verschließen. So, die Ecken vom Bacon kann ich hier gleich schon etwas umschlagen und an den Hackbraten kleben. So, jetzt haben wir so ungefähre Form, wie wir ihn haben wollen oder ich ihn haben will. Und jetzt belege ich den noch mit Bacon. Damit er mir nicht austrocknet im Ofen.
So, fast schon so eine kleine Bacon Bomb, ne? Ja, jetzt ist er komplett eingebaut hier und jetzt kommt die ganze Geschichte im Ofen. Unser Hackbraten ist fertig. Jetzt werde ich den mal hier versuchen umzuswitchen. So, sieht ganz gut aus, oder? Knuspriger Bacon. Aus diesen Resten mache ich noch eine Soße. Fertig. Schneiden wir noch mal an. Reinschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn das so ist, zeig mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn du kein weiteres Video verpassen willst, dann abonniere doch einfach kostenlos meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis die Tage, euer Freddy.